Ich zeige Ihnen zunächst, was Sie in den kommenden 30 Minuten in etwa erwartet. Zunächst Firmenpräsentation, wer ist die Carl Zeiss IMT. Dann komme ich zu dem eigentlichen Schwerpunkt des Vortrags, der lange Weg zum kurzen Prozess. Was haben wir alles in den Softwareentwicklungsprozessen in den letzten Jahren verändert und wie weit hat uns Instep dabei unterstützt? Ebenfalls sind in den letzten Jahren Instep eigene Features entstanden, kleine Add-ons, die wir in der Core Edition mit dazugenommen haben, die alle Prozessänderungen überstanden haben und die sich als sehr, sehr nützlich erwiesen haben. Gegen Ende dann auch noch Lob und Tadel bzw. Ausblick, was haben wir vor, in Zukunft noch mit Instep zu unternehmen. Carl Zeiss, denke ich, ist den meisten von Ihnen ein Begriff. Sie denken an irgendwas, was mit Optik zu tun hat, mit Ferngläsern, mit Spektiven, mit Brillengläsern etc. Sie haben recht. Es gibt aber ebenfalls noch die Carl Zeiss industrielle Messtechnik. Die ist vertreten auf dem ganzen Planeten, auf drei Standorte verteilt, Europa, Amerika und Asien, beschäftigt in Summe in etwa 1700 Mitarbeiter weltweit. Der Konzern hat, glaube ich, 13.000 und macht einen Umsatz von 304 Millionen Euro. Was stellt die Carl Zeiss industrielle Messtechnik her? Weiß jemand von Ihnen, was ein Koordinatenmessgerät ist? Das habe ich befürchtet. Okay, Sie haben einen Fertigungsprozess in der Industrie. Sie stellen irgendein Bauteil her und dieses sollte einen Durchmesser haben von beispielsweise 30 mm. Jetzt gingen wir in früherer Zeit hin, der Werker mit der Schieblehre hat es gemessen auf einen Zehntel Millimeter genau. Das macht heutzutage eine Koordinatenmessmaschine, die macht es auf ein Tausendstel Millimeter genau und das macht es auch weitestgehend selbstständig und alleine. Ich kann Ihnen nur einen kleinen Ausschnitt zeigen von den verschiedenen Koordinatenmessgeräten, die es gibt. Das ist der Klassiker, am meisten verkauft. Hier fehlen so ein bisschen die Größeneinordnung. Hier stellen Sie einen Motorblock rein, um besagten Zylinder auf ein Tausendstel Millimeter genau zu messen. In dieses Gerät fahren Sie direkt mit dem Auto rein, komplett drunter, um die Karosserie zu vermessen. Die Karosserie muss nicht auf ein Tausendstel Millimeter genau passen, aber auch unangenehm, wenn die Tür irgendwie klemmt, wenn man sie öffnet und schließt. Auch hier wiederum Qualitätssicherung in der Automobilindustrie gefragt. Wir haben weitere Geräte, Metrotomographie, da geht ein Röntgenstrahl durch das Bauteil, misst die Abweichung. Wir haben als Klassiker die UPMC Ultra, die steht bei der Physikalisch-Technischen Prüfanstalt in Braunschweig und übertreibt ein bisschen die Mist auf den Zehntausendstel Millimeter genau irgendwelche Abweichungen. Für den Gegenwert erhalten Sie eine Dreizimmerwohnung mit Balkon in zentraler Lage oder Sie kaufen sich halt die UPMC. Wir haben weiterhin optische Messtechnik, da fährt ein Laserstrahl über das Bauteil und das klassische Koordinatensystem, Koordinatenmessgerät, das habe ich jetzt unterschlagen zu erwähnen, da ist so ein kleiner Rubinkugel, die fährt in mindestens drei Achsen und tastet das Bauteil ab. Bei jeder Antastung wird ein Messpunkt aufgenommen. Wer braucht das überhaupt? Oder was kann ich damit messen? Das fängt damit an, mit einem Turbinenflügel von einer Windkraftanlage, irre groß, die Dinger, die misst man dann klassischerweise mit so einem Gerät. Oder ich habe Flugzeugbauteile. Hauptanwendungsgebiet, Karosserie, Antriebsstrang, Automobilbereich. Das geht hin bis zu den Sachen, wo der erwachsene Mensch eigentlich schon die Lesebrille braucht, um irgendwelche Kleinstteile zu messen. Wer braucht das? Das sind in erster Linie alle großen Automobilisten und deren Zulieferer, genauso wie meinetwegen jetzt Heidelberger Druckmaschinen, Firma Sandvik, Stihl etc. Wir nähern uns der Software. Für all diese unterschiedlichen Anwendungsgebiete für unsere Kunden gibt es unterschiedliche Software-Applikationen. Ich muss diesem Koordinatenmessgerät sagen, wo es hinfährt, was es dort messen soll und es soll mir die Messergebnisse wiederum ausgeben in Form von standardisierten Protokollen oder aber auch firmenspezifischen Protokollen. BMW hat sein eigenes Auswerteprotokoll,
anders als bei Volkswagen etc. Ich bin von meiner Position her Software-Qualitätsmanager und geißel die Kollegen mit irgendwelchen Vorgaben, bin ebenfalls verantwortlich für Prozessdefinition und Prozessoptimierung. Die Erfahrungen mit Instep, die wir gemacht haben, gehen zurück auf das Jahr 2006. Wir waren auf der Suche nach einem Werkzeug, mit dem wir Anforderungen verwalten konnten, sind auf Instep aufmerksam geworden und haben gesagt, jo, wir fühlen uns jung, agil, dynamisch, jetzt nehmen wir mal diese Active Edition und gucken, wie weit wir damit kommen. Haben wir mit einem kleinen Piloten angefangen und haben aber dann gemerkt, dass wir sind ein bisschen eingeengt. Das mit der Agilität, dass wir so getaktet entwickeln müssen, haben wir nicht ganz geschafft. Unsere Anforderungen haben dann doch etwas länger gedauert. Wir wollten ein paar Add-ons haben, die sich mit der Active Edition nicht haben verwirklichen lassen, so dass wir dann umgeschwenkt sind auf die Core Process Edition. Alles hat angefangen mit einem Produktentwicklungsprojekt, also auf dem Weg, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen. Das wird kommende Woche auf der Control in Stuttgart vorgestellt. Control ist so die Messe für die Messtechnik, wo dann Kunden weltweit einfliegen, und Triton, das neue Produkt, wird dann kommende Woche vorgestellt. Seit 2006 haben wir die ganzen Anforderungsverwaltung, Projektmanagement mit Instep damit realisiert. Im selben Jahr 2007 ist ein weiteres Team hinzugekommen. Man hat so ein bisschen Werbung gemacht, die sind auf uns aufmerksam geworden. War, sie arbeiten nicht mehr mit Excel jetzt, gibt es was Neues? Hat sich bewährt, noch ein paar Lizenzen dazugeholt. Im Jahr 2008, das war dann für uns ein großer Sprung, weil bis dato das Calypso-Team, Calypso ist so das klassische Produkt, das von der IMT vertrieben wird, das hat weltweit 18.000 Instanzen in etwa, wo sich dann auch das Calypso-Team entschieden hat, jo, wir möchten gerne seriös arbeiten, jetzt zeigen Sie mal, wie Instep funktioniert. 2009 ein weiteres kleines Team hinzugekommen, die hatten Besuch von Auditoren, ISO 9001, VDA 64, und haben gesagt, ja, mit Excel und Lotus Notes macht er jetzt keine Punkte bei uns. Kamen wieder welche auf uns zu und haben gesagt, ihr macht doch da was mit Instep, können wir nicht mal. Seitdem ist Ruhe im Karton und das Audit, also der Auditor ist sehr zufrieden. Und wir haben 2009 aber was ganz, ganz Wesentliches gemacht. Und darauf möchte ich auch im Einzelnen drauf eingehen. Wir haben, als wir umgestiegen sind auf die Core Process Edition, Besuch gehabt von Herrn Lewitz. Der hat uns 2 Tage lang mal kurz gefasst, wie man dann mit dieser Core Edition etwa umgeht, uns so die ersten Schritte gezeigt und hat, denke ich, bin mir nicht sicher, auch uns noch gewarnt, wir mögen es mal nicht übertreiben. Kaum war der Lewitz weg, da haben wir ja alles Mögliche dran rumgeschraubt und haben gesagt, ist doch prima hier, unser eigener Zustandsautomat, und haben wirklich versucht, so jede Bewegung des Entwicklers mit zu erfassen. Und das war dann für ihn irgendwann die Klickhölle. Also er kam da schlechterdings zum Entwickeln, sondern musste halt doch mehr seinen aktuellen Zustand melden. Ich zeige Ihnen in der nächsten Folie mal so in etwa, wie sich das dann niedergeschlagen hat. 2009 haben wir wesentliche Veränderungen durchgeführt, die ich ihm im Einzelnen näher bringen möchte. Da gehört noch ein bisschen mehr dazu, außer Instep den Zustandsautomaten zu verschlanken. Ich denke mal, in der letzten Reihe können Sie es sehr schlecht lesen. Das ist überhaupt kein Nachteil, weil selbst von hier aus kann man es nicht lesen. Das ist auch gar nicht die Absicht, sondern was Sie hier in etwa sehen, ist die Visualisierung des Zustandsautomaten. Das ist angelehnt an ein Ereignis-Prozesskettendiagramm. Wir sehen hier verschiedene Schwimmbahnen. Das hier ist der Projektleiter, das hier ist der Entwickler, hier ist irgendwo der Tester. Und diese roten Böppel, und jetzt wird es interessant, diese roten Böppel entsprechen meist einem Zustand in Zustandsautomaten. Das heißt, wir haben hier sehr, sehr viele. Wir haben dem Projektleiter ungeheuer viel Freiheiten gegeben, der Entscheidungsfreiheiten. Der kann sagen, jo, diese Anforderung, die schicken wir doch erstmal zur Analyse. Wenn sie aus der Analyse zurückkommt, dann schicken wir es in ein Review. Dann beauftrage ich sie.
Oder ich kann sie auch direkt beauftragen. Oder ich kann die 25 Mal im Kreis laufen lassen. Weil was haben die Schlingel gemacht? Ne? Die kriegen eine Anforderung, sagen, verstehe ich nicht. Bling, wieder zurück. Bing, bong, bing, bong, bing. Aber arbeiten tut da keiner mehr mit. Ne? Das ist lästig. Also auf Dauer ist es lästig. Maßstabsgetreu in etwa sieht unser Anforderungsprozess jetzt so aus. Der ist wesentlich schlanker geworden. Und was vor allen Dingen auffällt, es gibt nur noch eine Rückführschleife. Test nicht bestanden. Okay, Kollege, nochmals. Das Geheimnis aber liegt darin, es gibt ein Team. Teamorientiert oder featureorientiert sollen die Kollegen über ihre Anforderungen reden und gemeinsam entscheiden, jo, das Lastenheft ist jetzt für uns in Ordnung, Spezifikation passt, dann geht es einen Schritt weiter und sie mögen nur noch reporten, dass sie diesen Schritt gemacht haben, aber kein Ping-Pong mehr spielen. Es gibt aus meiner Sicht 4 Stufen, was wir getan haben. Auf all diese werde ich in den nächsten Folien noch detaillierter eingehen. Zum einen geht es halt um diese Aufteilung in Funktionsteams und Bereichsteams. Wir haben Sprints eingeführt. Wir haben das Produkt, das Insta-Produkt Anforderung von den Aktivitäten radikal entkoppelt. Ich sage späterhin, warum wir das gemacht haben. Und wir haben neue Produkte eingefügt. Es gibt nicht mehr nur die Anforderung als solche, sondern es gibt Aufgabenpakete und auf unterster Ebene eine Aufgabe. Und alle hängen miteinander zusammen. Das Bereichsteam. Das Bereichsteam könnte man auch Komponententeam nennen. Die Software ist sehr CAD-lastig, CAD, Computer Aided Design. Ich habe für jedes zu messende Bauteil habe ich diese CAD-Grafik, ein eigenes Fenster für, das kann ich drehen, zoomen, ein Quid drüber legen, etc. etc. Insofern gibt es halt die verschiedenen Teams, CAD-Team, etc. Für jedes dieses Teams gibt es einen Teamsprecher, man könnte auch sagen, das ist der Projektleiter. Und der ist verantwortlich für die Anforderungen, die diesem Team federführend oder primär zugeordnet wurden. Ich kann eine Anforderung natürlich auch aufteilen, das ist ein Anteil fürs CAD-Team, das ist ein Anteil fürs Optik-Team, wie auch immer. Aber einer möge halt den Hut aufhaben und das ist der Kollege aus dem beispielsweise CAD-Team. Weiterhin gibt es jetzt ein Feature-Team. Das Feature-Team kümmert sich from cradle to grave um die Anforderung. Man könnte jetzt mit PowerPoint so ein bisschen animieren, dass dieser Entwickler jetzt hier runterrutscht und dann den Hut aufzieht, weil dieser Entwickler gehört zu diesem Team, zu diesem Bereichsteam, das sind die Architekten, das sind die Fachmänner, die wissen genau in ihrem Komponentenbereich, was sie zu entwickeln haben, aber außerhalb dieses Teams, dieses Bereichsteams, gehören sie in das Feature-Team, in das Funktionsteam und reden zusammen mit Kollege Kunde, Kundenvertreter und Tester, wie genau die Anforderung realisiert werden soll. Das heißt, hier liegt der Schwerpunkt wirklich auf Kommunikation. Weiterhin die Eigenschaften des Sprints. Wir hatten vorher einen Release-Zyklus von in etwa einem Jahr. Und das war das mutige Unterfangen, und das ist nur ein Ausschnitt davon, alle zu entwickelnden Anforderungen, schreibe ich jetzt mal in Instep rein. Und was noch fehlt, ist die zeitliche Dimension, die kontrolliere ich dann auch über den kompletten Release-Zyklus. Mit den Sprints haben wir die Verschlankung. Ich habe hier Calypso 5.0, Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3, Sprint 4. Dann komme ich auf die Ebene der Teamsprints. Für jeden Sprint 4 gibt es den Sprint für das Team CAD, für das Sprint, den Sprint für das Team Optik etc. etc. Das heißt, was ich als Projektleiter, als Teilprojektleiter im Fokus habe, ist nur das, was ich aktuell in diesem Sprint an Aufgabenpaketen zu erledigen habe und nur das, was mir zugewiesen ist. Ich habe nicht mehr die gesamte Palette und ich habe vor allen Dingen nicht mehr den gesamten Zeitraum. Jedes Teammitglied kriegt einen Ausschnitt von dem Projektplan zu sehen, gefiltert auf seine Anforderungen. Jetzt kommen wir zu dieser Entkopplung von Anforderungen und Aktivitäten und das ist zugleich ein
Kritikpunkt an Instep, den ich in dem Moment vorwegnehme. Instep hat den Charme, dass ich bei jedem Zustandsübergang automatisch Aktivitäten anlegen lassen kann. Muss ich mich nie wieder darum kümmern. Ich habe einen Zustandswechsel, Aktivität liegt bereit, mach mal den Entwurf. Darauf rechnen die Softwareentwickler ebenfalls ab. Die Zeitabrechnung, komme ich noch später drauf, erfolgt ebenfalls über Instep. Dadurch, dass das Ganze aber sehr starr und sequenziell vorgegeben ist, nimmt es mir so ein bisschen die Flexibilität. Ich mache doch noch gar nicht den Entwurf, was soll ich denn jetzt hinbuchen? Ja, dann lege ich da jetzt irgendwie so eine Dummy-Anforderung an, damit er irgendwo hinbuchen. Alles nicht sehr sinnvoll. Wir haben jetzt die Freiheit, dass jeder sich selbst Aufgaben oder anderen, also jeder kann sich selbst Aktivitäten anlegen oder kann auch Aktivitäten für andere anlegen. Das gibt uns viel, viel mehr Flexibilität. Wir handeln uns aber auch dann den Nachteil ein, okay, es muss halt jemand machen. Ich muss halt diese Anforderungen von Hand anlegen und kostet mich ein paar Klicks mehr. Hat uns aber wirklich entscheidende Freiheiten gebracht. Zu diesen neuen Elementen, wie sieht sowas aus? Alles beginnt mit einer Anforderungsliste, wieder Anleihen an Scrum. Das wäre dann sozusagen unser Product Backlog. Die Produktmanager haben vorher entschieden, okay, diese Liste von Anforderungen möchten wir für das neue Release haben. Das Bereichsteam pickt sich aus dieser Liste die Anforderungen raus und definiert gemeinsam die Pakete, von denen sie sich zutrauen, die innerhalb dieses Sprints fertiggestellt zu bekommen. Jeder Entwickler erstellt für sich Aufgaben innerhalb dieser Pakete oder teilt seinem Kollegen eine Aufgabe zu, wo er sagt, ich brauche eine Zuarbeit, gib mir doch mal 2 neue Parameter in dieser oder jener Schnittstelle. Eine Anforderung hat, muss ich nicht im Detail darauf eingehen, haben wir ebenfalls um eigene Kartenreiter ergänzt. Eine Anforderung hat Unmenge von Dokumenten, Lastenheft, Funktionsspezifikation, Testspezifikation, Testprotokoll etc. etc. hängt alles an der Anforderung. Aber eine Anforderung hat vor allen Dingen 1 bis N Arbeitspakete, die ich direkt von der Anforderung ableite. Rechte Maustaste, Paket anlegen, plumps, hier ist es. Das erbt die Information von der Definitionsseite der Anforderung. Also hier habe ich die Möglichkeit, auch direkt wieder mit einem Shortcut auf das Lastenheft zu gehen. Hat noch ein paar Informationen mehr. Ich möge doch bitte sagen, wie viele Tage ich dafür brauche. Was sind die Akzeptanzkriterien, mit denen ich nachweisen kann, dass dieses Paket fertig entwickelt wurde. Insider von Ihnen, die sich mit Scrum auskennen, würden sagen, hey, das ist so die User Story. Jo, ist es. Aber wir arbeiten hier auf der Ostalpen, da sagt man lieber Arbeitspaket. Das ist dann eher akzeptiert. Ein Aufgabenpaket hat 1 bis N Aufgaben, die sich auf gleiche Weise rechte Maustaste, Aufgabe ableiten, erstellen lassen. Alles, was ich hier noch sagen muss, ist, welche Art der Aufgabe ist es. Das ist entweder Entwurf, Realisierung, Test oder ein freies To-Do. Weil so kann ich späterhin auch wieder eine Statistik fahren, wie viele Stunden haben wir eigentlich für Entwurf gebraucht, wie viele Stunden haben wir für Nacharbeit gebraucht, wie viele Stunden haben wir für etc. gebraucht. Ich denke, das war die letzte Folie, genau, von der Seite. Also nochmal zusammenfassend, diese 4, aus meiner Sicht, diese 4 Kriterien. Zuerst mal Teambildung mit viel Kommunikation reinbringen, dann kurze Zeittakte vorzugeben, die Sprints, die Entkopplung, Anforderungen von der Aktivität in Verbindung mit Aufgaben, freie Aufgaben erstellen zu können, ohne dass ich dann diese Zustandsübergänge dazu nutze. Das hat uns sehr, sehr viel Flexibilität gebracht. Wir hatten bei diesem Triton-Projekt die Schwierigkeit, dass plötzlich alles eine Anforderung war. Auch jeder Zuruf, ich brauche 9 Schnittstellenparameter. Das möchte ich ja nicht in irgendeinem Mail-System noch zusätzlich führen oder auf dem Schmierzettel. Das soll durchaus in dem System Instep drin sein. Aber welche Möglichkeiten hatte ich seinerzeit? Es sollte eine Anforderung sein. Und diese Anforderung musste diesen grausig langen
Prozesskettenweg durchlaufen, haben wir gesagt, jo, machen wir Kind-Anforderungen draus und für jede Kind-Anforderung verschlankt man den Zustandsautomat. Hat uns aber letzten Endes doch nicht so richtig weitergeholfen. Erst durch diese radikale Trennung haben wir hier wirklich sehr, sehr viel dazu gewinnen können. Was ich Ihnen jetzt noch zeigen möchte, das sind diese Erweiterungen, die unabhängig von dem Prozessmodell über die Jahre hinweg entstanden sind und die sich bei uns eigentlich sehr bewährt haben und durchaus beliebt sind. Wir haben die Zeitabrechnung integriert. Da gehe ich jetzt gerne mal zwei Folien zurück. So, wir sehen hier Auftragsnummer. Die steht in der Anforderung drin. Sobald ich das Paket ableite, habe ich die Auftragsnummer drin. Sobald ich die Aufgabe ableite, erbt auch die Aufgabe diese Auftragsnummer. Muss sich kein Entwickler mehr darum kümmern, sondern Projektleiter sagt am Anfang, diese Anforderung rechnest du auf dies und jenes ab. Der Entwickler erfasst wie gewohnt seine Arbeitszeiten immer auf der Ebene der Aufgabe. Das Sekretariat hat jetzt die Möglichkeit, mit einem ganz einfachen Excel-Sheet sich die Daten aggregiert und nutzerbezogen aus der Oracle-Datenbank direkt zu erfassen. Wir haben auch, ich weiß nicht auf welchen Gründen, so Besonderheiten, dass diese monatlich gebuchten Zeiten von einem Datum 26.01. bis zum 23.02. erfasst werden. Ich weiß, ich muss es auch gar nicht wissen, aber das sind halt so Besonderheiten. Und die INSEP-Datenbank kennt all diese Eingaben, weil sie erfasst wurden, und gibt ebenfalls ein Excel aus, wo dann auf die, wo auf die jeweilige Auftragsnummer halt die summierten Stunden erfasst wurden. Was uns noch fehlt, wäre das direkte Zurückspülen ins SAP. Aber da ist jetzt momentan noch eine Barriere davor. Aber für das Sekretariat ist das schon mal eine sehr, sehr große Erleichterung. Wir haben, das ist jetzt keine große Sache, eigene Testspezifikationen. Das haben wir heute früh schon im Vortrag gesehen. Die einzelnen Testschritte sind in einem Word-Dokument beschrieben. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 etc. Nur ein Ausschnitt davon. Benutzeraktion, erwartete Reaktion. Wir haben uns deswegen für ein Word-Template entschieden. Zum einen kann ich halt auch die Anzahl der Prozessschritte variabel halten. Und zum anderen, ich habe auch dieses Beispiel gewählt, weil die Kollegen gerne mit Snapshots arbeiten. Und das ist halt wirklich sehr, sehr einfach, dass ich halt direkt in dieses Word-Dokument einen Snapshot mit reinziehe, wie das Sollverhalten sein soll. Dazu gibt es das Testprotokoll. Und sobald ich dann sage, Testfälle kopieren, wird der Inhalt der Testspezifikation 1:1 in dieses Template-Testprotokoll eingelesen, kopiert und der Tester sagt dann, jo, ist okay, oder bei Schritt 3 ist irgendeine Besonderheit aufgetreten. Wir haben noch nicht in allen Projekten, die mit INSTEP arbeiten, aber in einem Projekt, die Fehlererfassung, ebenfalls integriert als eigenes Produkt. Es gibt die entsprechenden Sichten, wie ich Fehler darstelle, Fehler anlegen und letztlich werden die auch in der Arbeitszeit und in der Planung berücksichtigt. Es schlägt genauso als Aktivität auf wie abzuarbeitende Aufgaben. Was ich hier noch ganz pfiffig finde, dass die Kollegen ebenfalls oder die Tester oder auch teilweise Pilotkunden, wir haben auch Pilotkunden direkt an INSTEP eingebunden für die Entwicklung des neuen Softwareproduktes, dass sie uns kleine Filme mitschicken. Das finde ich auch eine pfiffige Idee. Anstelle davon, dass ich mir die Finger wund tippe, bei welchem Schritt ist der Fehler aufgetreten, filme ich das Ganze und lege halt entsprechend die Datei hier mit in die Fehlerbeschreibung mit bei. Das letzte Feature, was ich Ihnen vorstellen möchte, das kann ich jedem nur ans Herz legen. Das war eine Idee eines unserer Projektleiters. Der hat vorher
häufig mit Microsoft Project gearbeitet und sein liebstes Spiel war auszurechnen, schaffe ich den Termin noch? Wie viel Anforderungen oder wie viele Aufgaben muss ich denn in Abhängigkeit jetzt hintereinander basteln, um zu sehen, dass ich 3 Tage über dem Zieltermin bin? Das System Instep kennt ja bereits alles, was geplant ist. Es hat ja alle Informationen. Instep weiß, was in Planung ist und was in Bearbeitung ist und was ist und wann die Funktion oder wann der Zieltermin ist. Und was liegt näher, Instep diese Rechenaufgabe mitzugeben? Rechne doch mal alle Aktivitäten für einen Mitarbeiter zusammen gegen den Zieltermin und guck mal, wie das Ergebnis aussieht. Sind wir noch im grünen Bereich oder laufen wir Gefahr, den Terminplan zu überziehen? Das sieht dann in etwa so aus. Sie stellen sich auf den Projektplan mit Terminen auf einen Sprint und sagen, Mitarbeiterauslastung überprüfen. Dann sehe ich alle beteiligten Entwickler, die sich in diesem Teamsprint tummeln, rechne gegen den Endtermin und sage, jo, sieht alles prima aus, hast noch genug Zeit. Das Ganze kann ich auch für die nächst höhere Ebene machen, weil in dem Moment, wo, wen haben wir denn hier, wer wird rot? Der Bernd. Der Bernd hat hier noch, das ist ein fiktives Beispiel aus der Testumgebung, normalerweise haben wir nicht so viel Puffer von 18 Tagen, dass er alles im grünen Bereich ist. Der Bernd wird kontrolliert auf Ebene dieses Sprint 1 im Core-Team, weil er Angehöriger dieses Core-Teams ist. Wenn er aber zugleich eine Zuarbeit zugewiesen bekommen hat von einem anderen Team, dann sieht er die ja nicht in seinem Teamsprint, sondern auf jeden Fall im Übergeordneten. Also mache ich die gleiche Mitarbeiterauswertung auf oberster Sprint-Ebene und stelle fest, okay, Kollege, von wegen plus 18 Tage, minus ein Tag. Und das soll jetzt kein Instrument sein, um minutengenau das Projekt fertigstellen zu können. Aber es ist ein super einfacher Indikator, Daumen hoch, Daumen runter, schaffe ich den Termin noch oder schaffe ich den Termin nicht. Und das wiederum in Verbindung mit diesen Bereichsteams hat dann jeder Teilprojektleiter, jeder Bereichsteamsprecher die Möglichkeit, sich die Auslastung seiner Mitarbeiter auf diese Art und Weise anzuschauen. Das haben wir seinerzeit nicht selbst entwickelt. So gut waren wir nicht, sind wir nicht, sondern haben wir den Herrn Lewitz mal gefragt, als er uns wieder mal besucht hat. Und der hat es dann in einer stillen Stunde mal für uns zur Verfügung gestellt. Und ich denke, das könnte auch für einen weiteren Teil der Zuhörerschaft durchaus von Interesse sein. Ich finde, das ist eine sehr, sehr charmante Funktionalität. Das waren im Wesentlichen die Sachen, die ich Ihnen habe vorstellen wollen. Wir kommen zu dem Ausblick Lob und Tadel. Wurde von den Vorrednern ebenfalls schon erwähnt, was Kundensupport, Kundenbetreuung seitens MicroTool angeht, das ist 1 plus mit Sternchen, da kann man überhaupt nicht dran deuteln. Nach wie vor für mich ist Instep eine sehr schöne Lösung, weil es ein System ist, was sehr, sehr, sehr viele Applikationen enthält, wo ich normalerweise mit mehreren Gerätschaften unterwegs wäre und ebenfalls die Core Edition als solche, dass ich die Möglichkeit habe, sehr flexibel dieses Werkzeug zu administrieren. Auf der anderen Seite steht, das habe ich ausführlich erwähnt, diese fehlende Synchronisation zwischen Aktivitäten und Anforderungen, dass wenn ich, nachdem ich einmal eine Aktivität beim Zustandsübergang habe anlegen lassen und ich dann geneigt bin, den Bearbeiter zu ändern oder die zugewiesenen Stunden, die geplanten Stunden zu ändern, dann schlägt sich das nie wieder zurück auf die Produktseite, auf die Anforderungsseite. Und das ist schade, weil viele Kollegen sich erstmal an Instep gewöhnen mussten, dann haben sie es irgendwann verinnerlicht und schauen dann immer auf die Anforderungen drauf. Die Anforderung steht auch bei uns nach wie vor im Mittelpunkt. Und dann sind sie natürlich geneigt, bei der Anforderung oder auch bei der Aufgabe zu sagen, das macht jetzt nicht mehr der Gustav, das macht die Gundula. Da passiert aber auf der Aktivitätenseite nichts mehr. Und das wäre wünschenswert, wenn ich hier eine Synchronisation hätte, wechselseitig, dass egal an welcher Stelle ich ändere, dass ich hier wieder auf dem aktuellen Stand bin. Bedienkonzept, so kann man sich darüber streiten,
Ich war vor 2 Jahren auf der Nutzerkonferenz, war durchweg großes Lob, Instab ist super einfach zu bedienen. Bei der Carl Zeiss IMT hört man andere Stimmen. Ich selbst finde es eigentlich auch relativ selbsterklärend zu bedienen. Es gibt aber ab und zu so Stolpersteine, wo ich erwarten würde, Kontextmenü. Nee, haben wir nicht, jetzt muss ich aber doch einen anderen Weg gehen. Aber da denke ich, ist die 5.0 dann auch auf einem guten Weg, hier noch einiges rauszuholen. Administration ist wenig dokumentiert, hat der Vorredner ebenfalls erwähnt, aber der Pluspunkt liegt wiederum bei der Hotline. Ein Anruf genügt, eine E-Mail genügt und man bekommt eigentlich relativ schnell die Lösung zu seinem Problem. Das waren die Dinge, die ich von meiner Seite habe erklären wollen. Any more questions? Danke.